Intimgeschein gilt für Flirter. Er ging im Revoluzzer-Schritt mit dem Revoluzzer mit. Und er schrie Revolütze und die Revolutzer-Mütze schob er auf das linke Ohr und kam dem höchstgefährlich vor. Und die Revolutzer schritten mitten in der Straße mit Hass und Verlust. Seine Videokamera nutzt sie von dort zu entfernen, schmiss man raus die Kampfgefährten, bei den Revolution raus, dass die Fahnen nicht mehr schauen. Aber unser Revolution schwieg. Ich bin der YouTube-Nutzer, erst sind die Fahnen auf der Buch, dann die Videos noch dazu. Wenn wir ihm die Kamera ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Kamera spielen, bitte, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revolution lachten und die Kameras die kachten und der YouTube-Nutzer schlägt vor Ort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei die Medien nutzt. Erst sind sie dabei bei allen Märschen, dann andere beherrschen, immer andere kritisieren, über alles diskutieren. Ist es Politikers Natur? Dafür gibt's wohl keine Kur.